Hallo meine Lieben, da bin ich. Ja, wie versprochen, heute am Donnerstag und ich muss gleich mal sagen, es ist ein irgendwie gruseliger Tag, weil es regnet momentan gerade draußen in Strömen und ist dazu auch noch irgendwie ganz schön windig hier bei uns. Also, Mai ist irgendwie anders. Das ist im Moment eher so ein bisschen Herbst, aber was soll's. Ja, es geht heute an das Ever After High Tea Party Set, das ich euch gestern hier im Unboxing schon gezeigt habe. Und das wir uns jetzt mal genauer angucken wollen. Und ich habe hier schon die hilfreiche kleine Schere. Und werde das jetzt mal öffnen. Also, ihr seht, ich habe es bisher noch nicht selber aufgemacht, sondern habe extra damit gewartet, bis zu diesem Video. Und ja. Und stelle gerade fest, dass hier an den Laschen natürlich auch noch Klebeband ist. Ah, das war ja klar. Obwohl, naja, man soll sich ja nicht beschweren. Ist ja auch ganz gut, dass es alles sicher zugeklebt ist. Wäre ja schade, man kauft sich das und es war nicht richtig alles zugeklebt und alle möglichen Sachen sind dabei rausgefallen. Okay, ja, also ich sehe schon mal jede Menge Plastiktüten hier drin. Das ist schon mal interessant. Und ich stelle das einfach mal hier hin. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Stuhl. Und ich glaube, dass den Fuß vom Tisch und die kleine Sitzbank. Aber das gucken wir uns gleich nochmal detaillierter an. Dann haben wir hier noch einen Plastikbeutel, das ist ja eindeutig die Tischplatte. Und da ist wohl auch sowas wie eine Anleitung mit bei. Anleitungen sind ja immer gut. Und dann, was haben wir hier? Ich glaube, das könnten das die Tischbeine sein? Ja, das sind die Tischbeine. Und ein großes, wie eine Uhr geformtes Ding. Ich muss ja eben aufs Bild gucken. Ah ja, das ist wahrscheinlich für diesen Baumhalter, Ständer, was auch immer. Aber wie gesagt, da gucken wir gleich nochmal detailliert. Teetassen, Teekannen, also das ganze Teeservice. Oh, kleine Kuchen sind da auch mit drin. Und dann, ja, will ich noch was in Pappe eingepackt. Und das ist, einmal weg mit der Pappe, ja, ich würde mal sagen, der Kuchenhalter, der hier ein bisschen schief aussieht, aber ich glaube, so wie das modelliert ist, ist das so gewollt. Ich meine, es ist ja mehr den Hatters Tea Party, also ist es dann ganz normal, dass da so ein paar Sachen verrückt sind. Okay, das waren die ganzen losen Dinger und dann muss ich mal gucken. Ich glaube, Madeline Hatter selber kriegen wir nur hier auf der anderen Seite raus. Also noch mal an die ganzen Klebestreifen. Puh. Jetzt geht's los. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie auch noch innen drin hier im Karton festgeklebt. Meine Güte. Ich kämpfe hier nur gerade mit dem Karton, also wundert euch nicht, aber da hat es jemand echt richtig gut gemeint mit dem Festkleben. Ich glaube, ich hab's. So. Ah, dann können wir den großen Karton mal zur Seite packen. Und, Entschuldigung, meine Nase juckt heute irgendwie auch ein bisschen. Und, ja, da haben wir dann Madeline mit, das ist übrigens ein Teetassenring, den sie als extra Geschenk mitbringt. Von der Größe her, glaube ich, passt der natürlich wieder mal nur Leuten, die wirklich extrem dünne, zierliche Finger haben. Also ich scheide da sowieso schon mal wieder aus. Und ja, und dann haben wir hier noch diesen Baum drinnen, der
Ich glaube, gehört. Ja, das ist quasi so der. Der Kronleuchterhalter, weil da auch ein Kronleuchter irgendwie noch mit bei ist. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich werde es jetzt nicht alles detailliert zusammenbauen, aber wir machen auf jeden Fall schon mal die einzelnen Tüten auf und gucken uns das dann mal an. Also das ist der Standfuß für diesen Tisch, wo der Baum dann auch dann nachher drauf kommt. Dann haben wir einen. Na, komm her. Dann haben wir einen Stuhl, der wirklich richtig toll aussieht, muss ich sagen. So gold und blau gefällt mir richtig gut. Und der auch wirklich groß ist. Also oft hat man das ja so, die Sachen sehen auf der Verpackung viel kleiner aus, viel größer aus, als sie dann in echt sind. Aber hier bin ich von der Größe echt begeistert. Also das ist richtig schön. Und dann haben wir hier noch drin diese kleine Bank, wo ich glaube, genau, quasi das Sitzkissen ist dann quasi so der Deckel. Da glaube ich, kann man die ganzen kleinen Kleinigkeiten aufbewahren, wenn man das Set, glaube ich, irgendwo anders hin transportiert. Und besonders cool finde ich die Beine hier. Das sind nämlich Bücherstapel. Richtig, richtig cool gemacht. Womit machen wir als nächstes weiter? Nehmen wir das hier mal. Und reißen den einmal auf. Und dann haben wir, einmal haben wir hier die Tischplatte. Auch hier noch mit Büchern verziert und jede Menge Karten, Buchseiten. Und so mit so einem schönen Goldrand. Also auch richtig, richtig hübsch, muss ich sagen. Und dann haben wir halt hier noch die Instructions-Anleitung, wo dann auch hier ein Bild drauf ist, wo man überprüfen kann, ob auch alles drin ist, was drin sein soll. Und also mal ganz ehrlich, das soll Madeline Hatter sein. Gut, da hat sich jemand sehr einfach gemacht mit der Zeichnung. Aber ja, so wie ich das sehe, also bisher ist auf jeden Fall schon mal alles dabei, was auf diesem Ding hier drauf ist. Und dann ist halt hier nur noch, so eine kleine Bauanleitung. Aber ich denke, das meiste erklärt sich da, glaube ich, einfach von selbst. Aber Bauanleitung ist nie verkehrt, bevor man irgendwas komplett falsch macht und man kriegt es dann hinterher nicht mal auseinander und bricht dann nachher noch irgendwas ab. Das ist mir nämlich auch schon passiert bei manchen Sachen. Ja, das ist dann quasi die Platte für den Moment. wenn ich das jetzt mal so hier sehe, jetzt baue ich doch schon irgendwas zusammen, aber was soll's. Ja, das ist die Platte quasi für den Baum. Also im Grunde genommen ein Tisch an einem Baum. Ja, würde ich jetzt einfach so sagen. Gut, was haben wir hier noch? Hier sind die vier Tischbeine dann noch mit Gummiband zusammengehalten, damit die nicht so durcheinander fliegen. Und was dann her an den Baum auch noch oben dran kommt, ist dieser Kronleuchter. Und wenn man genau hinguckt, die Kerzenhalter sind kleine Teetassen. Ich muss sagen, das finde ich total genial. Also so kleine Details liebe ich ja auch unglaublich. Und dann haben wir hier noch einen Beutel. Und hier sind, hier ist auf einmal schon mal die große Teekanne. Und ich glaube auch das Milchkännchen. Und dann sind hier lose noch die ganzen anderen Teller, ich glaube Zuckerdose, Teetassen und die kleinen Kuchen, die werde ich jetzt aber erstmal noch da drin lassen, bevor sie mir hier komplett durcheinander fliegen. Ja, das war's schon mal, was in den ganzen Beuteln drin ist. Und dann ist hier, ich muss mal kurz die Schere zur Hand nehmen und versuchen, den hier raus zu befreien. Und das, klappt sogar. Und dann ist hier also der große Baum. Und jetzt muss ich mal gucken,
wie das am besten jetzt hier passt. Vorführeffekt, sage ich mal, ne? Ah, ich glaube, passt das so? Ja, ich glaube, das passt so. Und dann hat man hier den ganzen großen Baumtisch quasi. Und ich muss sagen, also der ist wirklich, wirklich ziemlich hoch. Also 20 Zentimeter sind das locker. Und also klein ist es auf jeden Fall nicht. Und ja, wie gesagt, dann haben wir hier noch Madeline. Ich finde ihre Haare einfach total schön. Hatte ich auch schon beim Unboxing gesagt. Diese Farbkombination ist, ich finde, ganz, ganz toll. Auf ihrem Kleid sind lauter Teetassen drauf. Wie heißt es das denn? Wenn ihr mal auf die Ohrringe guckt, das sind goldene Teebeutel, ihre Ohrringe. Wie genial ist das bitte? Wie genial ist das bitte? Und dann noch dieser Zylinder oben drauf. So wie der verrückte Hutmacher ihn halt auch hat. Einfach total genial. Richtig, richtig super. Ja, das war quasi das Unboxing vom Unboxing sozusagen. Ich habe einfach alles mal ausgepackt. Und dann kann ich auch gleich schon mal eine Vorschau auf das nächste Video geben, was kommen wird. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich hier ein wenig umgeräumt habe. Und zwar habe ich das Regal, wo bisher meine ganzen Doctor Who DVDs drin standen, mal leer gemacht. Die DVDs sind ins Wohnzimmer rübergewandert, ins dortige Regal. Und das Regal ist jetzt quasi umfunktioniert zum Ever After High Regal. Und ich werde jetzt dieses ganze Set da auch nochmal schön platzieren zu den ganzen anderen restlichen Sachen. Und wenn ich damit fertig bin, dann gibt es ein Video über das neue Ever After High Regal. Einige freuen sich da auch schon richtig drauf, das weiß ich. Und ich werde mich jetzt mal dran machen, dass ich nicht so lange mit dem Aufbauen brauche. Und dann geht's an das nächste Video und dann seht ihr das neue Ever After High Regal hier in meinem Sammelzimmer. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich war nicht zu umständlich beim Auspacken und habe alles so gut erklärt, wie es möglich war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video mit dem neu eingerichteten Regal. Bis dahin, meine Lieben, wünscht mir Glück beim Zusammenbauen.